Sag mal, Maike, und woher kommt jetzt eigentlich so ein oller Nabelbruch? Mein Name ist Maike Droste. Ich bin Physiotherapeutin und Fitness- und Life-Coach für Frauen vor und nach der Geburt. In dem heutigen Video erfährst du, wie es eigentlich zu einem Nabelbruch kommen kann. Viel Spaß beim Anschauen. Als erstes werden wir jetzt erstmal die häufigsten Gründe für einen Nabelbruch hier sammeln. Grund Nummer 1. Da du jetzt auf meinem Kanal bist, also es hier viel um das Thema Kinder bekommen und der Körper danach geht, fangen wir natürlich mit dem Grund an, warum sich die meisten Frauen bei mir melden. Und das ist Zustand nach Schwangerschaft oder schon in der Schwangerschaft. Das heißt, dadurch, dass eine hohe Belastung auf die Mittellinie, auf den ganzen Bauchnabelbereich kommt, ist die Schwangerschaft ein sehr, sehr häufiger Grund dafür, dass eine Frau einen Nabelbruch bekommt. Das kann schon in der Schwangerschaft passieren, aber das kann auch manchmal sein, dass es währenddessen noch gar nicht so zu sehen ist. Dann werden die Frauen nicht richtig aufgeklärt, worauf sie achten müssen, weder in der Schwangerschaft noch danach. Und durch das Kind tragen, durch irgendwelche Dinge, die sie anschließend machen, kommt es irgendwann zu diesem Punkt und sie sehen auf einmal, also irgendwie sieht mein Bauchnabel anders aus und irgendwie fühlt es sich eben auch so anders an. Dann gehen viele zum Arzt, viele aber auch nicht. Grund Nummer 2. Der zweite Grund ist, wenn du zum Beispiel stark zunimmst oder generell ein Übergewicht hast. Das liegt wiederum daran, weil dein Körper eigentlich nicht für das Gewicht ausgelegt ist. Dazu kommt, also während dieser Zunahme kommt natürlich sehr viel mehr Belastung auf die Mittellinie, auf den Bauchnabel, auf sämtliche Züge. Sieh dein Körper nie mit als einen Punkt, sondern es ist immer alles involviert. Und wenn du jetzt zum Beispiel stark zunimmst, dann liegt es oft daran, weil du deinen Körper nicht total mit Nährstoffen versorgst und alle Zellen eben gut genährt sind, weil du eben nicht dafür sorgst, dass der Darm leicht arbeiten kann. Das bedeutet wieder, Darm liegt voll Müll, Druck kommt von innen, vielleicht noch Blähungen und so weiter. Dann sorgt dieses Übergewicht einfach dafür, dass alle Strukturen mehr belastet sind. Und dieses Fett, was man mehr einlagert, also dieses zusätzliche Gewicht, das ist eben auch, ich nenne das ja bei mir, in meiner Sprache sind das immer die Mülldeponien, die wir in unserem Körper haben. Viel besser ist es aber, wenn wir uns so nach und nach einen Lebensstil angewöhnen, Mülldeponien raus, Nährstoffdepots rein. Und diese Nährstoffdepots, die wiegen Punkt 1 nicht so viel, nehmen keinen Platz ein und die lassen deinen Körper richtig aufblühen. Die Frauen, die da bei mir mehr mit reingucken, sich das Ganze so nach und nach in ihrem Tempo, ja, in ihrem Leben integrieren, die merken immer, es ist einfach ein super schönes Gefühl, wenn der Körper eine bessere Form hat, ein normaleres Gewicht und gleichzeitig das Energielevel total steigt. Bei den meisten Kaffeekippendiäten ist das nämlich andersrum. Das heißt, die Kombination als Grund, starkes Zunehmen oder schon länger Übergewicht, sorgt wieder dafür, ja, dass die Bauchwand mehr belastet wird. Dann ist es meistens so, wenn du übergewichtig bist, dann bist du meist auch nicht der Typ, der total auf Körperspannung achtet, der zusieht, dass die wichtigsten Haltemuskeln wirklich aufgebaut sind. Das heißt, generell sind von übergewichtigen Menschen der Körper öfter passiv in sämtlichen Strukturen. Wenn du dann eine von den Auslösern machst, von denen ich gleich noch erzähle, kommt es sehr, sehr schnell dazu, dass hier eine Überbelastung ist und dann hast auch du einen Nabelbruch. Grund Nummer 3. Der dritte Grund, eigentlich auch dann ganz logisch, können große Bauchwandeingriffe sein, zum Beispiel Operationen. Das heißt, wenn du sowieso in dieser großen Bauchwand, die ja eigentlich den Nabel mit fixieren, wenn du dort eine Operation hast, irgendwelche Eingriffe, dann kann es natürlich zu einer Schwachstelle kommen, die sich auf den Bauchnabel auswirkt. Du machst zum Beispiel eine der Auslöser, die gleich kommen, und schon bist auch du betroffen von einem sogenannten Nabelbruch. Grund Nummer 4. Als vierten Grund nehme ich mal so ein paar Grüppchen zusammen, weil es ist immer derselbe Hintergrund. Und zwar ist es so, dass zum Beispiel sehr viele Fitnessstudio-Besucher, Nutzer meinen Online-Kurs benutzen, weil sie sich durch das Bodybuilding, durch die Gewichte, durch diese Art Training einen Nabelbruch zugezogen haben. Warum ist das so?
Sie verstehen nicht, worauf sie achten sollen. Klar, zeigt ja auch keiner. Selbst im Fitnessstudio, die Trainer, meistens wird da gar nicht drüber geredet. Sie ziehen und drücken und machen sämtliches mit den Gewichten. Es kommt zu viel Druck auf den Nabel. Meistens wird dieser auch noch rausgedrückt. Und schon bekommen sie vielleicht einen schöneren Körper. Bizeps, Trizeps, alles wird besser. Aber irgendwann merken sie, mein Bauch hat sich verändert, beziehungsweise mein Bauchnabel. Und das ist leider ein sehr, sehr häufiger Grund. Und da werde ich oft gefragt, sag mal, Maike, hilft denn dein Kurs eigentlich jetzt auch mir als Mann oder mir als Nichtmutter? Ja, natürlich, das System ist ja dasselbe. Also ich gehe auf den ersten Grund ein, das heißt auf die Schwangerschaft ein. Aber wie man das Ganze beheben kann, das ist immer dasselbe. Auch zu dieser Gruppe zählen für mich zum Beispiel die, die beruflich sehr schwer tragen müssen. Hier habe ich zum Beispiel mehrere Maurer, also Handwerker, die zum Beispiel ihre Zementsäcke und sowas tragen, die wuchten das da hoch und die haben ja auch oft Muckis und sind generell schon recht stabil, aber sie haben wieder sehr hohe Belastung und dieser Druck im Korpus, also im Rumpf entsteht und der Körper kann es aber nicht halten, weil wieder eigentlich müsste man in der Berufsschule lernen, wie man von der Haltung und von der Körperspannung starten muss, damit einem diese Dinge nicht passieren. Und was ich auch hierzu zählen möchte, das sind so die Hobbygewichtträger. Das kann zum Beispiel sein, du ziehst um oder hilfst bei einem Umzug, bist eher insgesamt ein bisschen schwächer vom Körper oder trainierst, aber wusstest nicht, dass das mit wichtig ist. Hilfst beim Umzug, ja, Kartons schleppen, erwischt zum Beispiel den mit den Büchern, wo nicht drauf stand, Vorsicht schwer, reißt das Ding hoch, die Belastung kommt und pam, haben sehr viele Menschen das, boah, ich habe gemerkt, es hat gekracht, dies war, das war, sie können das manchmal, also viele können wirklich sagen, da war der Punkt, wo der Nabelbruch entstanden ist, bei einigen ist es schleichend, bei anderen ist es so ein Ruck. Und auch das hätte man dann wieder vermeiden können, wenn man gewusst hätte, was die Basics dafür sind. Und was sind jetzt die Auslöser? Kommen wir jetzt mal zu den Auslösern. Das heißt, wir wissen jetzt, was so die Gründe sind, warum man schon mal dazu neigt, einen Nabelbruch zu bekommen. Jetzt die Auslöser. Es ist so, dass du einen bestimmten Druck im Bauchraum hast. Und wenn dieser sich jetzt ständig erhöht, dann ist mehr Belastung auf Mittellinie, Nabelbereich, die ganze Bauchwand. Und dazu gehört zum Beispiel das Husten, das Niesen, das Pressen in jeglicher Form. Das heißt, immer wenn du so... Wenn du so merkst, dass du Druck, für die, die schon weiter sind, Druck auf Beckenboden und Bauchwand bekommst, also nach draußen, dann ist auch mehr Belastung auf dem Bauchnabel. Hier bringe ich den Frauen immer zuerst bei, oder alle, die den Kurs nutzen, bringe ich als erstes bei, wie sie praktisch diese Spannung wirklich ja, regulieren können im Körper. Das heißt, natürlich sollst du dich körperlich betätigen können. Ich wäre die Letzte, die dich von körperlichen Betätigung abbringen möchte. Nur das, was ich immer wieder sage, man muss halt wissen, wie. Beziehungsweise das Gehirn muss nur einmal lernen, worauf es kurz achten soll. Das ist ganz, ganz einfach. Deswegen ist es zum Beispiel auch so gefährlich, im Fitnessstudio oder als Maurer, wie gesagt, mit den ganzen Zementsachen und so, immer einfach irgendwie Sachen zu heben, weil du musst, gerade wenn es schwerer wird, dann halten auch noch viele die Luft an. Und dieser Druck erhöht sich einfach so stark. Aber wir kennen das auch, also viele melden sich, ich war erkältet, dann musste ich husten und niesen und so weiter. Das haben wir ja sowieso auch beim Thema Rückbildung für viele Sachen eigentlich eine Kontraindikation, sich zu erkälten, weil man so oft husten und niesen muss und die wenigsten wissen, wie sie das kompensieren können. Also, Auslöser absolut alles, was mit Pressen und Drücken zu tun hat. Wie ich dir schon im letzten Video erklärt habe, ist es so, dass wir alle einen Bauchnabel haben und alle im Endeffekt diese Bauchwand und diese Strukturen, die diesen Bauchnabel sichern sollen, unser Leben lang. Die Frage ist jetzt natürlich, wann ist das Ganze eigentlich eine Schönheitsgeschichte? Also wann stört es rein optisch nur? Und ab wann wird es gefährlich und wann kann es wirklich zur Not-OP kommen? Darum soll es jetzt wirklich im nächsten Video gehen. Das heißt, schau dir auf jeden Fall das nächste Video an. Das empfehle ich dir absolut. Hier auch nochmal die Erinnerung, wenn du mich nicht abonniert hast und nicht danach auf das Glöckchen gedrückt hast, dann sagt YouTube dir nicht Bescheid, ja, wann das Video raus ist. Also das empfehle ich dir. Du musst es nicht, so wie du dich gut fühlst. Wenn du zum Beispiel sagst, ach, die Maike, die würde ich auch gerne mal ein bisschen weiter kennenlernen, wie die überhaupt so ist, du kannst mir gerne bei Facebook und bei Instagram folgen, da zeige ich auch viel, ja, Tipps und Tricks und ja, wie ich so lebe, was ich so mache, wie ich das Ganze umsetze.
Ansonsten, YouTube ist auf jeden Fall hier ein super Ding, weil hier wird jetzt noch eine Serie kommen. Wenn du jetzt schon spürst, ich würde da gerne mal mit anfangen. Also ich verstehe schon, das ist auch nicht nur lustig. Dann empfehle ich dir auf jeden Fall, möglichst schnell mit dem Komplettprogramm anzufangen, meinem Online-Kurs Behältst dein Leben lang. Und du wirst sehen, dass du sehr schnell eine gute Bauchwand aufbauen kannst, den Bauchnabel fixieren kannst. Aber wie gesagt, was da noch wichtig ist, das erkläre ich dir hier auch schon in den nächsten Videos. So peu à peu, das richtige System von vorne bis hinten findest du im Komplettprogramm. Ich freue mich auf dich, wenn wir uns im nächsten Video wiedersehen. Hab eine schöne Zeit bis dahin. Tschüss, sagt Maike Droste.